Alter, das wär's, wir wären am Arsch. Ich habe eine Angel gestern gefunden, ich war unterwegs. Schöne Shimano SLX. Ich mach mich erstmal auf den Weg. Das ist ein schönes Ding eigentlich. Ein Stück Basti. So entspannt. Wir laden die Flinten. Wir wollen Fischer, Fischer. Was, da läuft was? So Leute, der erste Biss auf der neuen gefundenen Angel. Dreh, Alter. Mit den Kram links jetzt runter. Alter, das wär's, wir wären am Arsch. Ich hab das schon alles verpasst. Ich hab einfach Kamera an jemand. Alter. Junge. Ey, wir waren jetzt echt einen Berg runter. Wir waren jetzt, oh Alter, wir hätten die Nacht hier verbracht. Ich hab schon wieder die Handbremse vergessen anzuziehen, keinen Gang drin gehabt. Wir stehen noch vor dem Hügel. Wir stehen schon links in einem Abhang hinter uns, so ein bisschen der Brückensteg. So, ja, auf jeden Fall. Leute, herzlich willkommen. Bei Run for Ice. Ja, Mann. Die Euphorie ist da. Ist so. Richtig geil. Leute, was soll ich sagen? Heute. Erzähl. Ich habe eine Angel gestern gefunden. Ich war unterwegs. Und. Leute, heute. Ich bin ganz alleine. Und ich möchte mal ganz ehrlich sagen, ich bin gerade am See angekommen, lade aus. Und sehe auf einmal eine Angel am Zaun stehen. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Die ist bestimmt kaputt. Nein, die ist nicht kaputt. Das ist das gute Stück. Schöne Shimano SLX, die ist auch mega, mega leicht, einteilig. Das ist die schöne Rolle dazu. Und die stand da am Zaun. Da stand sie am Zaun. Ich habe mir gedacht, als ich angefahren bin, ja, hat einer seine kaputte Angel entsorgt. Schön, ist kacke, macht man so nicht. Aber nein, die ist heile. Nicht ein Ring ist da defekt, alles super. Ich schaue mir zu Hause nochmal genau an, geil. Harmonie, feine Sache, kann man hier brauchen, ich auf jeden Fall. Ich baue jetzt meine auf, die steht hier schon. Und Kescher habe ich schon klar gemacht. Hau jetzt noch einen Köder mit dran und dann geht's los. Ich setze jetzt meinen Rucksack auf. Mach die Schotten dicht. Wenn ich da hinten hingucke. Da sieht jetzt hier schon wieder richtig grau aus. Geil. Beste Leben. Gut, alles klar. Ich mache mich erstmal auf den Weg. So, und ich werde jetzt hier Länge entlang des Sees. Da hinten sieht man noch ein paar Stellen. Überall mal ein bisschen probieren. Letztens war ja hier ein Hecht. Das war aber. Das war ganz schwer. Der stand genau unter der Baumkrone, Kante, wo sogar noch die Äste ins Wasser ragen. Und auf einmal war er verschwunden. Richtig schönes Ding eigentlich. Einfach mal frei Schnauze. Der geht so geil. Oh, so wie der Eier hat er sich bestimmt verfangen. Naja, hat er nicht. Richtig geil. Jetzt muss ich mal erstmal mich selbst enthaken. Ey. Ein Stück Basti. Das war knapp.
Ich habe es eigentlich gute 20 Meter weiter geschafft, nur da vorne komme ich her. Und hier werde ich jetzt ein bisschen an der Kante mal entlang wobbeln. Ich bin gespannt. Vielleicht, hab ich Glück. Das wäre auf jeden Fall mal geil. Ja, hoffen wir es. Nein, der hat sich verhakt. Oh, das ärgert mich. Kescher, Angel, los geht's. Ich weiß nicht, ob er es hören konnte, da hat er wieder geschrien. Der Verrückte. Lass mal probieren hier. Ja. Oh, ich hoffe mal. Gleicher Glück. Das hat hier die ganze Zeit jetzt im Hintergrund gefiepst. Ich will wissen, was das ist. Da war was. Da ist eine kleine Maus reingelaufen. Oh, was sehe ich da? Halt der Maul. So ist entspannt. Ich glaube, ich werde hier kein Glück mehr haben. Ich habe jetzt hier eine Stunde gesessen. Nichts. Manchmal steckst du nicht drin. Also, ich muss natürlich sagen, wieder typisch. White Boys Wetter, es regnet. Und ich habe jetzt meine Sachen geschnappt und stelle hier an der Stelle ein. Das hat keinen Sinn. Ich habe jetzt mehrere Stunden hier durchgewobbelt. Kein Glück gehabt. Aber ich bin nicht leer ausgegangen. Ich habe auf jeden Fall eine neue Angel. Geil. Einen Tag später haben wir es jetzt. So, Basti hat eine Angel gefunden gestern. Richtig so, cool, richtig geil. Dann meinte er so spontan, komm, ich hole dich ab. Ja. Jetzt sind wir am Vereinsgewässer. Es ist kühl, es ist diesmal dunkel. Schön windig. Und wir sind diesmal an den Gewässern, wo wir hin wollten. Deswegen hoffen wir können euch diesmal Fische präsentieren. Einer wird auch erstmal reichen. Wird mal wieder Zeit, oder? Auf jeden Fall. Jetzt, nachdem wir so lange an diesem See waren und da
Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich will das Ding testen. Wir sind auf jeden Fall bescheiden ausgerüstet mit Lichtmaterialien. Ja. Ja, ist weggekommen. Ja. Meine Lampen sind weg irgendwie. Oder die sind irgendwo verstreut. Wir müssen die echt jetzt mal zusammen. Ja, wir waren verwöhnt vom Sommer, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Lange. Wir machen die jetzt klar und dann geht's los. Mal gucken, was wir sehen können. Ich erlade die Flinten. Bis gleich. Blende dich. Du hast hier echt noch nicht gesehen. Ich blende dich. Nee, zeig mal her. Das ist die Rolle. Das ist die Route. Das ist eine Shimano SLX. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wie gesagt, übelst leicht halt, ja. Nice. Hätte mir auch gefreut. Ja, auf Nacken. Die erkennst du ja jetzt erst. Ja. Das ist der Weiler. Ja, ich bin gespannt, ey. Machen wir jetzt mal die Routen klar hier, oder was sagst du? Ja. Ganz, ganz dünne Schnur. Ja, aus wie Forelle, denke ich mir so gerade. Ja, oder Barsch. Ist eine Barschroute. Ist ja als Barschroute. Können wir schon denken. Ja, sie ist halt auch in der Schnurdicke, ja. Deklariert sozusagen, ja. Also für dich das kein Hecht einpelz. Ja, hast du mir einen Steifwurf auf mit, ne? Ne, ich hab gar nichts. Ich gehe jetzt auf Jux und Tollerei. Ich hab diesmal nicht vergessen. Ja. Alles klar. Hast du schon gesagt? Letztens erst ganz frisch Besatz gehabt. Besatzung, ja. Und dadurch Forelle. Haben wir auch jetzt so häufig eigentlich keinen Platz gekriegt. Kannst du sagen, so wie es ist? Ja, wenn du Glück hast, kannst du auch Forelle geil drehen oder so. Hast du deine soweit vorbereitet mit Schnur und alles schon, ja? Ja, na, ich muss nur halt nochmal abschneiden und nochmal mein Steifwurffach dran machen. Das ist schon mal gut. Heute auf Hecht und Zander. Wenn du schon mal mitnehmen willst zum Testen, dann nützt natürlich auch außerdem meine Angel um. Wäre dumm, wenn ich. So, hier habe ich so eine kleine Sorge. Die reichen auch völlig aus. Schönheiten drin hier. Na. Oh, das ist der große Babu. Der Wild Boys X 2000. Also die Köderbox könnt ihr gewinnt, ja? So, an. Homies, ich habe die Flint scharf gemacht. Müssen wir mal was sehen hier. Warte mal. Wir waren Fische. Genau, die beiden, das ist das. Safe. Weißt du was? Ich war ja jetzt schon. Wenn ich mit der Angel losgehe, wir ausschmeißen nur 10 Meter Schnur drauf. Das kann sein. Was mockt denn hier so, Alter? Das ist der Tümpel. Ich hab gedacht, das ist ein Knattern, das. Ja, übelst heftig, Alter. Ist immer geil, ja, wenn man dunkel angeln geht und dann die Kopflampe nicht hat. Außer du die. Was, da läuft was? Ja, hinterm Zaun. Oha, Freunde. Ey, das sieht aus wie ein Haar. So dünn ist die Schnur. Geil. Und jetzt sage ich geil, gleich reg ich mich auf. Die ersten Köder von dir. Was gehst du raus als erstes? Mit dem da, den hast? Ich geh mit dem raus, ja. Als erstes. So dumm, Mensch. So, Flint ist fertig. So, Leute, ich bin gespannt, ob wir Glück haben, ob wir hier alleine sind am See. Da kommt ein Green. Wollen wir rechts rausgehen oder links rumgehen? Oder wollen wir gleich direkt hier starten? Ich würde sagen, wir starten. Beide direkt. Warte, komm mal her. Da ist ein Verwickler vorne. Ja. Ja. Jetzt ist frei. So, Leute. Erster Wurf. Neue Angel. SLX Shimano. Alter, ist die geil feinfühlig. Ja, ich will noch einmal. Ja, Mann. Ey, was ist denn mit dir jetzt, du? Alles klar, so, ich mach vorne fest, dann können wir rüber. Die ist so leicht und weich, das ist so wabbelig. Ich merke gar keinen Köder beim Auswerfen. Ja, sehr weich. Ich glaube bis 9 oder 7. Ja. Alter.
Alter. Green, Junge. Das ist hier ein Damm. Das ist ein... Den Zander meinst du, ja. Ja, auf jeden Fall machen wir. Ja, beste, abgerissen. Köder weg. Ein Fick, ich hab schon richtig Bock. Ja, Akkalat hängen geblieben. Ja, ich, auch gleich beim Auswerfen. Ich konnte auch nicht sehen, wo ich da hinwerfe, ob da die Rosen noch sind. Auf jeden Fall beste Leben. Jetzt nehme ich meinen letzten Wirbel. Oh, ist das ein Scheiß hier. Nach der Nähreaktion, Mann. Kannst du nicht ausmachen. Willst du hinten eigentlich noch ein paar Würfe machen? Muss man alles umbauen. Naja. Also, was soll ich sagen? Bei der geilen dünnen Schnur habe ich jetzt den ersten Köder in den Sand gesetzt. Ey, hier wird es immer schlimmer, ja? Ja, ich bin komplett bei euch. Ja, bei mir nehme ich auch schon. Hier außen gehen. Hier überall Seerosen, deswegen habe ich auch einen Hänger gehabt, überall, geil. Warte, geh mal weg. Ich heb die auf. Ich will wieder einhängen. Hier, ja, ich hab ihn hier in der Hand. Aber der Knoten ist noch auf dem Wirbel. Also war der nicht zu lose oder so, der war fest genug. So, jetzt hau ich ja einfach mal. So Leute, der erste Biss auf der neuen gefundenen Angel. Hey Keschert. Petri, Alter. Das ist ein schöner Zander. Hervorragend, Leute. Zieht's euch rein. Ja, schönes Ding. Geil. So, Leute. Basti hat seine neue Angel und spontan ruft er gerade. Und Basti hat was dran, ja, Freunde. Ist so. So, wir versorgen jetzt erstmal. Bis gleich. Da ist er, Basti, sein Zander. Geil, wie viel hat er? Fast 50. Fast 50? 50 ist 50, oder? Ist ein 50. 48,5er. 48,5. 48 kannst du sagen. Ist ein schönes Ding. Dildri. So, nehmen wir mal nach. Vor allem ist er Hook, ja, der hat nur ein Auge. Ja, Leute, ihr zieht euch mal rein, zieht euch mal rein. Der hat auf jeden Fall schon richtig was abgekriegt. Hier, machen wir ins Licht. Komm mal her. So, das ist die hier, gute Seite. Das ist die gute Seite. Und hier Hook, Alter. Komplett. Ist klar, den wollen wir. Den setzen wir. Super, Petri. Weg ist er. War schneller als du. Geil. Bye, Boys. Richtig gut. Schöner Zander. Geil. Ey, heftig. Ich glaub das noch gar nicht. Der kam richtig zaghaft. Der kam so zaghaft. Ja, so langsam. Ich hab den erst gar nicht gemerkt. Ich hab gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und doch, dann hatte ich Widerstand und dann habe ich einmal angezogen und dann war er dran. Also ihr seht, wie vorne gehakt hat. Richtig geil. 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 Petri, Alter. Heftig, fett. Ja, da habt ihr auch Leute, die mal sagen, was, ich muss was sagen. So sieht's nämlich aus. So, Leute. Wollen wir gerade einen durch. Und ey, ich sehe nichts, was ihr die Kopflampe gerade habt, weil er noch am Abkeschern war. Ich nehme und fasse an. Ich nehme, was ist das, wenn ich suchen sehe? Ekelhaftes Gefühl gerade. Scheiße, wie so kleiner. Überall so, ja. Ja, auf einmal so ein richtig schöner, vergummelter Köder. Ich weiß nicht, wie lange der da schon drin ist. Der Auto auch schon zerfressen, ja, die Musterung, Alter. Alter, was ist das? Heftig. Kannst du nicht ausmalen, geil.
Können wir Mirkovic geben, hat er eigentlich einen. Ja. Ich sag, ey, ist echt dunkel, guck mal, du siehst gar nichts. Nein. Da vorne ist dunkel, du siehst einfach gar nichts. Ja, ja, hier ist die Straße. Oh, fuck, fuck. So, im nächsten Sommer gibt's White Boys Rodeo Reiten, genau hier, im Vereinsgewässer. Ja. Mit der Schweinekuh aus den ersten Videos. Ich glaube, die Angel ist eigentlich voll krass. Ey, die musst du auf jeden Fall mal beim nächsten Mal ausprobieren, Alter. Jo, viel. Schöne Barschen Forellen, Alter. Du? Wenn du richtig Schnur gefasst, kannst du natürlich auch auf Zander gehen, ja. Aber ja. Die ist halt eigentlich zu den Glück gehabt. Rausziehen Glück von der Bremse. Ja, das meine ich, muss nicht immer abgehen. Kommt immer drauf an, ja. Oh, oh. Das Licht vorne brennt. Das flackert. Nicht, dass die Batterie runter ist. Ich habe das angelassen vorhin. Ey, alles cool. Aber es war an. Hast du gesehen? Ja. So Leute, ihr könnt uns jetzt, denke ich mal, richtig geil sehen. Queen, ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Heute war der erste Zander rausgeholt. Ich finde es unglaublich, Queen. Es ist endgeil gewesen, oder? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, gefundene Angel, das habe ich mir gewünscht. Gehst raus, probierst sie aus und fängst am besten noch am Fisch. Ja. Er war... Ein geilen Zander, einen seltenen Zander. Ja. Einen einäugigen Zander, der Hook. Einäugige. Captain Hook, ja. Nehmen wir den. Wenn du den irgendwann nochmal drillst, so einer von uns, dann wissen wir, wer es ist. Das ist es. Hook, den erkennst du wieder. Das muss man echt sagen. Und das ging auch so schnell, ja. Aber mega geil. Und die Route, die ist ganz anders zu führen. Green wird es beim nächsten Mal merken. Heute haben wir jetzt im Dunkeln, wolltest du jetzt auch nicht nochmal so raus, ne? Nee, nee. Und, aber geil, ich muss sagen. Haben wir jetzt eine Stunde? Oder ja. Zwei Stunden. Wir waren jetzt zwei Stunden. Genau. Mit den ganzen Brissalien, die passiert sind. Ja. Ich hatte einmal den Abriss, dir ist einfach das Vorfahrt komplett weggerissen. Ja. Aber das Geile ist einfach mal an Dornbüsch draußen, muss ich sehen. Du läufst einfach und bleibst an Dornbüsch hängen. Davor Hänger, ihr habt im Teich, ziehst du alles cool, aber so ein kleines Dornbüsch haut dich raus. Ja. Ohne Stahlvorfach sogar, ja. Ohne Stahlvorfach. Sagen, ja. Hast du Sander gehalten? Mit der dünn, es geht sogar. Ja. Sieht man. Ich freue mich für dich. Erste Zander, Petri, 48er. Ja. Und du hast auch gesagt, der ist nicht eingeschlagen. Ja, der ist schön. Ganz du hast erst selber gar nicht gedacht, da ist einer dran. Genau. Ja. So ganz sachte. Ja, den hast du einfach auf Dunst angehauen. Und dann ja. Habe ich auf einmal gemerkt, dass ich ein bisschen mehr eingekorbelt habe. Und dann hast du richtig so die Spannung in der Schnur gemerkt, dass er weg wollte so ein bisschen. Ach, hast du angehauen denn? Ja, ja. Das einmal anhauen habe ich dann gemacht, ja. Genau. Sehr nice. Weil das habe ich dann gemerkt. Aber das ist ja... Die ist so weich. Das ist gut, ja. Nee, geil. Crankbait drauf gehabt, ja? Ja, ein Crankbait. Schwarz. Der war sehr dunkel, ja, für die Dunkelheit. Grau-schwarz-mäßig so. Hm. Ja. Sehr nice. So. Fette Scheiße. Wir haben für euch mal einen rausgeholt. Ja. Basti hat für euch einen rausgeholt. Wir haben euch bewiesen, es geht wieder. Mein erster Zander. Alles klar. Auf jeden Fall. Erstmal ohne Witz. Die ganzen Abonnenten, Alter. Ja, danke für die ganzen Abonnenten. Ey, ohne Witz, ihr seid der Wahnsinn. Ihr seid der Wahnsinn, Leute, Alter. Das geht ja los wie eine Luzi. Die ganzen Klicks auf einmal, ja. Danke für die Kommentare. Ja. Tag 1 dabei, viele Leute, die immer kommentieren. Das freut uns wirklich. Muss ich jetzt mal sagen, so. Danke dafür. Auf jeden Fall. Ist ein gutes Feedback in der Sache, auf jeden Fall, ja. Das freut einen. Ich schaue ja auch gerne mal rein bei den Leuten, so, ja. Ja, man hat Spaß dran, was man macht. Alles klar. Geil, Mann. Ich habe jetzt Spaß dran, nach Hause zu fahren und endlich was zu trinken. Ja, ich habe auch echt Hunger. Alles klar, Leute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, okay. Schreibt mal, wie ihr Hook gefunden habt. Und auf ein neues, wollte ich sagen. White Boys!